Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir sind gerade eben vom Humvee abgehauen und haben uns hier in das Heisel geflüchtet. Jetzt gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um und dann geht's ein bisschen weiter in der Geschichte. Da müssen wir uns erstmal ein bisschen umgucken. Da sieht schon so ein bisschen noch Büroraum aus. Wasserspender, obwohl ich den Schlons wahrscheinlich nicht zaufe, der da rauskommt. Scheint so Besprechungsräume zu sein. Irgendwas in der Art wird schon gewesen sein. Dann haben wir gesehen, im anderen Raum, da es hier nichts abzustaben gibt, hier geht es aus dem Fenster raus. Dann machen wir das doch. Oh, habt ihr das gesehen? So, ohne rechts ist schon der Truck wieder rumgegurkt. Der scheint uns wohl explizit zu verfolgen. Dann können wir da nicht rein. Aber ich glaube, sie sind weg. Da müssen wir lang. Das ist schon super schick, wenn ich da runter gucke. Ach du liebe Zeit, nee, das wäre absolut nichts für mich. Na, dann mach das doch, Kerle. Das machst du da nicht? Na, Alter. Muss man einfach hingehen und dann macht er das normalerweise, aber in dem Fall hat es wohl ein bisschen länger gedauert. Dann kraxeln wir doch dumm durchs Fenster. Puh. Besser als so draußen am Fensterbrett rumzurennen, ne? Gucken wir uns dumm mal um. Werkzeugdele und Klebeband. Dann können wir gleich was basteln. Und zwar Nahkampfverbesserung. Machen wir doch sofort. Ohne die Dinger fühlt sich unsere Nahkampfwaffe doch mittlerweile so nackig an. Jetzt sind nur ein paar alte Pille drin. Kennt dich doch nicht auch schon längst was drehen? Gucken wir doch mal. Ah jo, perfekt. Passt ja super. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir unser Zitterfinger hinter uns lassen. Und jetzt machen wir das Schwanke der Waffe absolut auf Null. Puh, das nimmt man schon mal mordsmäßige Stell vom Herz, weil jetzt kann ich ohne zu zittern zielen. Kannst du das mal so arg gucken? Sieht man jetzt absolut ruhig. Du zitterst nichts mehr. Jetzt kann ich richtig scharf zielen. Das ist schon eine gute Voraussetzung für das, was uns noch erwartet wird. Ist egal, ob das gegen Menschen oder ob das gegen Infizierte geht. Schwanken der Waffe auf Null reduziert kann wirklich nie schaden. Als nächstes will ich mich wahrscheinlich um die maximale Gesundheit kümmern, damit wir einfach ein bisschen mehr Eisstecke kennen. Auch wenn wir im leichten Modus nicht so viel Schade abkriegen. Gut, dann haben wir das abgestaubt und dann müssen wir hier weitergehen. Und dann erwartet uns gleich wieder was Wunderbares. Oh Mist. Wow, 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 wow. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Puh, na, das will ich doch gehofft, aber da geht mal ganz schnell die Muffe gehen, glaube ich. Nicht mal wegen dem Rumgekraxelt, sondern auch wenn ich da von dem Truck verfolgt wäre, Date. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal in die Videosequenz. Verdammt! Joel! Warte, warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Ah, jo. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja,
Das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Da sind sie jetzt vermutlich wieder hier. Scheint wohl so zu sein, dass überall, wo mal Militär war, die Leute nicht allzu zufrieden waren, was da abgegangen ist. Und dann scheinen die wohl ähnlich wie in Pittsburgh so ein bisschen aufgemuckt zu haben. Tja, und im Endeffekt wird das entweder so eine Anarchistenzone wie hier in Pittsburgh, wo dann die Hunter das Sache haben. Oder es wären irgendwelche Leute, die dann von Infizierten überrannt wären. Jetzt haben wir gerade wieder was Wunderbares gefunden. Und zwar etwas, was uns zeigt, wie wir unsere Mollys verbessern können. Jawohl. Also ein bisschen was über die Zutaten, was man nur verwenden kann. Und so sieht das Ding jetzt aus. Sieht doch ganz nett aus. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt Molotow-Cocktails mit größerer Reichweite. Das ist doch auch schon mal sehr viel wert. Vor allem, wenn man Infizierte oder Menschen haben, die gerade nicht so auf dem engsten Raum beisammen sind. Weil das sprüht ja auch das Zeug und das kann ja noch jede Menge andere Leute anstecken. Von daher ist ganz praktisch. Gucken wir uns doch gerade mal an. Wir sehen, der Radius, der Kreis ist jetzt fast doppelt so groß, seht ihr, Sache. Also von daher echt nicht schlecht. Super. Dann haben wir die Wohnung hier auch soweit geplündert und haben jetzt unsere zwei neue Alliierte kennengelernt. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Wunderbar. Du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist der Ehre. Ich glaube, so viele ehrenhafte Leute gibt es in der Zeit nicht mehr. Aber bevor wir da runter gehen, können wir dort hingehen. Und was erwartet uns dort? Tada, wieder Messerle der. Na bitte. Und dann gehen wir doch mal in das Versteck. Gucken wir mal, was hier gibt. Werkzeugdealer, Jagdgewehrmunition, das ist immer gut. Super. Jetzt haben wir wieder Tinte auf dem Füller. Was haben wir hier noch? Da sind noch Pille. Prima, die nehmen wir natürlich auch. Leverwurst, der Dose, Klinge. Und was ist da noch? Oh, riesige alte Fernsehtruhe, auch nicht verkehrt. Schade, dass ich das nicht mitnehmen kann. Aber Klebeband und Klinge, die sind handlicher, die nehme ich natürlich mit. Was haben wir dann da noch im Badezimmer? Keine alte Pille mehr, schade drum. Dann hatte Clay, der hier gewohnt hat, vielleicht noch was. Oder die Clay. Ah ja, da ist auch nochmal ganz nett. Das The Turning, das haben wir ja in Lincoln gehabt als Spiel. Und da ist es wieder als Poster. Ellie! Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, ich lese später. Ja, jetzt sehe ich ihn auch nicht lesen. Dann gucken wir uns mal, was da drum ist. Tieffase, uns geht. Oh, Buch Nummer 10. Jo, klingt doch auch wieder spannend. Hat die Ellie wieder was zu lesen? Wenn wir aus der ganzen Szenerie draußen sind. Dann hat es so noch. Oh, wunderbar. Munition und Pille. Ach, richtig verwöhnt wird man hier. Dann das Magazin. Auflade. Und dann können wir noch was basteln. Und zwar noch ein Messer. Jawohl. Dann sind wir wieder mit vollem Equipment unterwegs. Und weiter geht's in der Hauptstory. Folgen wir doch mal den zwei. Die kennen sich doch hier eher aus und wollten uns zum Versteck bringen. Aha. Spielzeuglader. Was gibt's denn hier, Schenners? Halt, halt. Seid mir doch mal leise. Weg von dem Fenster. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du denn? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Jo, hätte schon nach die Walz von der Pals 2.0 losse können. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Dann gehen wir weiter. Spielverderber. Ich meine, als ob der Kleine sowieso noch sich jetzt tausend Sachen in den Rucksack quetsche kennt. Ah, müssen wir schleichen anscheinend. Shit. Und dann testen wir doch gleich mal aus, wie gut die Reichweite ist. Sam, wo sind die anderen?
Und jui. Alle verwischt. Und was nicht, was noch lebt, schnappen wir uns so. Das war's. Oh jo. Nicht schlecht, Alter. Na, Alter, das hat es doch ziemlich weit gebracht. Eins, zwei und drei. Drei Knaben haben wir erledigt. Hier auf den Truck. Und noch einer können wir basteln. Super, haben wir wieder mehr Platz für Material. Und dann, wie er es gesagt hat, auf der Truck hoch. Dann machen wir hier auch noch ein paar fiese Sachen, um die Leitsleber schwer zu machen. Da sind sie schon. Oh, guck mal, wer ist bald. Ah, leben sie noch? Ja. Und tschüss. Dann gehen wir doch wieder hoch. Und weiter geht's. Aha, der hat aber nichts mehr dabei. Ah doch, der hat ein bisschen was fallen lassen, aber das war wohl weiter weg als gedacht. Durch die Tür. Ja, wirklich abwarte. Sicher? So nah bei Ihnen? Ich hab den Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Ich hab ihn umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Aha. Kommt alle rein. Jo, gleich. Umgucke sollte man sich immer und für Klo ist immer Zeit. Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, ne? Beinahe. Ja. Okay. Wirklich? Lass mal die zwei Kinder mal miteinander retten. Die haben es eh schon schwer genug und haben nicht so oft gleichaltriger. Da haben wir nochmal Pillar. Und in dem alten Büroraum mit der Kaffeeabteilung gibt es sonst nichts mehr zu holen. Alles abgeriegelt schon vom Militär. Da haben wir auch nichts mehr. Und was ist dann da drin? Konferenzsaal. Da liegt was. Prozessnotiz. Müssen wir natürlich lesen. Tja. So ist wohl gelaufen. Präzedenzfall. Junge Murksen andere ab, die ins Revier eindringen. Und dann. Die Hunter sind geboren, die Sache. Aber bevor wir hier großartig wieder weitermachen, weil jetzt kommt nämlich gleich nochmal eine Sequenz, die Sache, das ist doch ideal geeignet, um hier nochmal einen Cut zu machen. Und wir sehen uns beim nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Ich freue mich über jeden Klick, ich freue mich über alles, was ihr mir mitteilen wollt, über jedes Feedback, über jede Kritik. Ich nehme alles dankend an und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, das zu gucken, wie es mir Spaß macht, das für euch zu machen. Und dann folgen wir mal ein Beispiel von der Ellie, hocken uns in aller Ruhe, trinken erstmal einen Kaffee, Hände bei, aber hoffentlich kein Knarre an der Schläfe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Machen's gut!